FPS Rate ist kurz, Frame ist kurz eingestürzt. Sonst wird's ja gleich schon wieder Nacht. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Obwohl, ich wollte ja hierher. Meinen Erinnerungen nach müsste hier doch eigentlich mein Kies sein. Ich finde schon nicht mehr zurück. Schafe sind immer ein gutes Zeichen. Besonders nackte Schafe. Okay, hier war ich schon. Ja, das ist mein Treppenbaum. Ich bin zu Hause. Schnell ins Heierbettchen. Was soll's? Spawn die einfach schon mal. Sprinten! Ist ja pronto! Ey, eben war es doch noch so gut wie hell. So. Wir sind wieder daheim. Gerettet. So, die Klinis sind auch fast fertig. Ich würde sagen, da machen wir uns mal direkt... Nee, nicht eins. Einfach mal direkt zwei Betten. Doppelbett. Und wir können schon wieder nicht alles aufnehmen. Startet mit nicht. So, und da kommt dann so ein kleiner Ablegbereich hin. Was geistert hier denn schon wieder rum? Versicherungsvertreter können mein neues Haus noch nicht gefunden haben. Das wäre zu komisch. Was ist komisch? Wo sollen die das denn wissen? Haben sie so Auskundschafter bei den Tieren? Was kann ich denn einfach alles mal wegtun? Boah, Schaufeln. Die kommen hier hin, weil ich ja erst nachher noch welche machen möchte. Schaufel. Brauche ich ja jetzt eigentlich nicht so ganz. Rohes Hühnchen und rohes Fleisch. Kann ich auch halt gleich mal braten. Futter. Muss da bleiben. Werkzeugen. So, Sand. Der muss auch gleich mal glasiert werden. Glasiert. Sieben Wolle hatten wir noch. Kohle und Holzkohle. Ich dachte eben schon. Ist mir jetzt doch zu gefährlich, wenn ich hier weggebammt werde. Bessere Idee. Ich sleep einfach mal. Bis morgen. So, ohne Nebensächlichkeiten aufgewacht. So, rausgehen traue ich mich aber immer noch nicht. Ey, du läufst die gesamte Nacht offen. Weißt du, wie viel Strom du da verbrauchst? Netherzaun, ne? Leder. Oh Mann, ich brauche noch ein Leder, dann kann ich mir wieder angenehme Stiefel machen. Schere. Laub kann auch erstmal weg. Fackeln. Behalten wir mal lieber da. Ich glaube, dann züchten wir uns jetzt mal. Damit wir Pilz, genug Nachschub für Pilzsuppen haben. Würde ich sagen. So, züchten wir uns jetzt hier mal. Komm schon, Tür. Züchten wir uns jetzt hier mal da, wo niemand sonst außer uns ist. Ey, krass. Die können auch durch die Portale? Warte, da muss ich einen Screenshot machen. Und genau in dem Moment portete er sich. Sieh mich nicht, Skeletor. Ich krieg hier so was von... Oh, die Tintenfische des Todes... Ne? Wenn wir Pech haben, spawnen sie auf diese Weise hier gleich, wo wir sind, ein Gast.
Der ist da einfach mal durchgekommen. Also, ich weiß nicht, ob ihr Spinne... Ihr habt das doch auch gesehen, oder? Wieso kann ich keinen Pilz pflanzen? Braucht er etwa Steine zum... Kann mir meine sagen, wie man Pilze pflanzt? Eine Katze! Eine wilde Katze. Ich schleicht jetzt mal direkt. Nicht nur wegen Skeletto, sondern auch wegen Mizi. Da vorne ist sie. Nein! Guck mal, das kann ich auch. Ich glaube, ich habe Kriegerisch. Sobald ich Schritte höre, die nicht meine sind, habe ich Angst, dass es... Creeper sich um die Ecke fleuchten, nein? Vielleicht, was sind denn die Wachsbedingungen von Pilzen? Anscheinend schon mal nicht Dschungel. Ey, was muss man... Kann man Pilze etwa nicht mehr pflanzen? Und daraus die Riesen züchten? Das wäre doch jetzt Oberpanne. Komm schon. Ich krieg die Tür nicht mehr auf. Weg. Oh Mann, ehrlich. So, und der Ofen ist endlich mal fertig geworden. Schon wieder EP. Also irgendwie nervt mich das so langsam. Dass ich einfach mal ohne Grund EP bekomme. Und hier verlege ich jetzt erstmal den neuen Sandsteinboden. Teuer eingeschifft aus Afrika. Oder was ist sonst? Wo gibt es denn sonst so Sandstein? Die Pyramiden wurden damit doch gebaut. Hier so Ägypter-Style. Genau das ist... Lasst uns doch einfach mal... Irgendwie in 30 Jahren einfach mal so... Und nein, war ein Scherz. Aber einfach lasst uns doch mal irgendwann... Wie nennt man das so? Ja, wie schon gesagt, eine Pyramide bauen. Mit Sandstein so, das sieht sehr bestimmt irre cool aus. Aber ich das Muster vom Sandstein auch hammer. So, dann können wir hier jetzt noch... mit Holz so eine kleine Sitzecke machen. Mit den paar Kabels, die wir noch haben, machen wir erstmal ein paar Treppen. Nur so ein paar. So. Nein! Übrigens, man kann sie jetzt auch Dschungelholzstüfchen und sowas machen, alles. Also da haben die echt schön gearbeitet, die von Mojang. Ich frag mich echt mal, was das hier eben gewesen ist. Hey, Framerate bricht schon wieder total ein. Ocelot. Ey, wir müssen Spinnen farmen diese Nacht. Erstmal natürlich futtern, aber ich will eine Angel und ich will eine kleine Mieze. Haben wir nicht vielleicht schon... Nö. Irgendwie nicht so ganz. Können wir den Ofen mir erstmal ein bisschen Sand zu futtern geben? Und Brote. Wir brauchen erstmal tonnenweise Brote. Krass, das hat den Creeper getötet. Die Katzen sollen doch böse sein für Creeper. Geil. Das ist so Monsterkatze einfach mal. Eichenlaub. Eichellaub. So. Ach ja, Holzstüfchen, Treppchen. Eichenholzbretter. Und von denen gleich 6 Stück kommen da raus.
So, dann hat man hier noch so eine kleine Position, da kann man so einfach so Sachen postieren. Was weiß ich, mein so abends bevor, zum Schlaf gehen einfach noch mal so ein Brot oder sowas. Und vielleicht kommt da statt so einem Stühlchen einfach noch mal eine Kiste hin. So Cleanies. Mann, und wieder FPS-Einbruch. Magst du den Dschungel nicht, FPS? Ich würde sagen, machen wir dann hier noch eine kleine Kiste hin. Ja, und Skeletto geht schon wieder um. Was macht der da? Ach ja, was mit der Kiste? Ja, also eigentlich ist es, würde man sich jetzt ja denken, es ist die Katze, aber ich weiß, dass es Skeletto ist. Mann, ich und Zombettor. Ja, das geht, da können die. Da können wir erstmal Brot und den Handschuh reinpacken. Ja, von hier unten könnte er schon mal nicht kommen. Steht da wahrscheinlich gleich. Du kannst dich knacken, es ist ein Monster in der Nähe. So. Das Glas wird doch fabriziert. Einen Pfeil haben wir nur noch. Knochenmehl. Wir haben keinen Dschungelsamen. Ey, dann mach... Ich verziehe mich mal schnell, bevor irgendwer zielen kann, falls hier noch welche rumfleuchen. Otzi! Otzilot! Der Zauberer von Otzilot ist da. Unsere kleine Insel. Streun nur ruhig rum. Irgendwann werden wir noch was für dich finden. Und ich krieg schon immer Angst. So. Dann würde ich... Au. Ich dachte, ich kriege wieder falsch. Mal vorschlagen, dass wir uns hier wieder einverleiben etwas. Von dem, was wir vorher wieder weggemacht haben. So. Dschungel. Ach nee, Knochenmehl meine ich. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann geht's hier wieder weiter rein. Auch wenn es dann hiermit ein bisschen schlecht aussieht, weswegen wir einfach hier so eine Abstufung machen. So. Oh, schon wieder so. Und wieder passiert Scheiße. Ich darf nicht mehr so sagen. Ich darf überhaupt dieses Wort so. Die ist doch total bescheuert. Spitzhacke mag... Ja, die mag's auch nicht, wenn man sie bei ihrem Namen nennt. Ich wollte gerade sagen, dass sie gleich kaputt ist, aber... So. Ich weiß, übertriebene Fackelmaßnahmen, aber... Na gut, die kann wirklich weg. Hier irgendwas Böses. Aber es ist mein Freund, der Otzi. Ja, der Ötzi ist das. Wer von euch kennt den Ötzi? Der, der alle kleinen Kinder frisst. Ich glaube, man muss die Truhe hier nochmal weg. Dann haben wir hier auch nochmal mit Kobbel ausgelegt und schon realistical. Dann sieht es auch nicht mehr so dumm aus mit der Treppe. Brot und Handschuh können wieder rein. Geht doch. So eine hohe Treppe. Ja, dann noch hinter der Treppe so zum Weinkeller aus Kobbel, ne? Ja, das ist schon wieder Nacht. Na gut, dann würde ich sagen... Aber wir wollten ja eigentlich Spinnenseide holen. Na gut, sehen wir uns. Ich schlafe jetzt trotzdem mal. Einfach mal am nächsten Morgen. Also was ist am nächsten Morgen? Willkommen. Also wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Tschüss, Kowski.